Das ist aber noch nicht dieses Dorn-Ding, wo wir hinwollen, ne? Dieses Dornenschloss. Ist jetzt immer noch hier irgendwas anderes. Gut, Junge. Oh, was ist das? Ach, hier noch eine Figur. Ey, die Krähenfrau. Die Frau mit der Hake. Mal gucken. Pesta. Habe ich auch noch nie gehört. Aber gut, wenn es auf diesen, wenn es auf den nordischen Sagen und Märchen basiert, dann ist ja auch nicht alles so weit verbreitet hier bei uns. So ein paar Sachen ähneln sich, hatten wir ja schon, aber doch offenbar noch viele Sachen, die hier gänzlich unbekannt sind. Ach du je, ist das jetzt eine Sonnenfinsternis? Das ist bestimmt ein total gutes Zeichen. Mhm. Oh ja. Richtig muckelig auf einmal, ne? Ist auch mal blöd, wenn die Sonne tagsüber so blendet. Gefahren. Oh, bitte sag, dass der Turm jetzt wie ein großer Leuchtturm fungiert. Was passiert jetzt? Jo, nein, nein, gar nicht creepy oder so. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ach du Scheiße. Und zack, knackendunkel. Hey, unser Stein funktioniert wenigstens wieder. Boah. Was macht dieses Spiel mit uns? Geht's jetzt weiter? Nein. Geht's hier einfach ins Wasser? Ah, okay, echt, ja? Krass. Uff. Oh, das ist das Dornschloss, ne? Ja, geil, der Berg. Wir sind unserem Ziel endlich ein Stückchen näher. Hier hat Tuva gesagt, werden wir finden, was wir suchen. Sie hat nicht gesagt, dass wir dort unsere Schwester finden. Ich bin noch so ein kleines bisschen skeptisch, was das jetzt hier werden soll. Okay, erstmal muss ich hier rudern. Zack. Kann ich das gedrückt halten? Ja, kein gedrückt. Ne, ich muss immer wieder drücken, alles klar. Alter! Im Ernst jetzt? Oh, was ist denn das jetzt schon wieder? Echt jetzt? Hä? Es geht ab? Oh! Was soll das? Das ist doch... Das Gesicht kenne ich doch. Das ist doch das Gesicht von unserem Dudorino. Was ist denn das hier? Was soll denn das? Oh!
No! Ich habe keine Ahnung, woran ich jetzt gestorben bin, ehrlich gesagt. Aha. Okay, da ist der Riss, da rennen wir mal weiter hin. Alter. Okay, der niest da drüben gleich. Ich muss den abschießen, der niest, oder was? So, der da drüben niest als erstes. Dann die Augen wieder? Nee. Alter! Okay, den Kram weich mal wieder aus. Das ist richtig schwer abzuschätzen, wo der Zinken kommt, ehrlich gesagt. Ich renne auch einfach mal, so gut ich kann, einfach auf den Mist. Warum? Das ist, kommt so leicht schräg, der Zinken. Das kann ich irgendwie nicht richtig einschätzen. Ich renne auch immer weiter auf den Riss zu, wollte ich eigentlich noch schnell sagen. So, hier zum Beispiel finde ich es ein bisschen einfacher einzuschätzen, wo die Viecher nun kommen und nicht kommen. Ah, wahnsinnig kreative Bosskämpfe übrigens, ne? So, Hake. Weiß ich nicht. Kriege ich irgendwie nicht geschissen. Kommt doch so schnell. Hm. So, einfache Phase. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was bringt zu laufen. Hm. Hake. Ui, wir haben die Hake überlebt. Yay. Den kriegen wir auch hin. Da drüben. Ach, guck mal, wir sind dem Riss schon deutlich näher. Schon geschafft? Ne, kommt da jetzt bestimmt Phase 2 oder so. So leicht lässt das Spiel mich doch nicht vom Haken. Das glaube ich doch selber nicht. Boah, wie die Augen leuchten. Na los, Ole, ruder an dein Verderben. Und Phase 2. So, was kommt jetzt? Ratten. Okay, Ratten kennen wir schon. Ist aber wesentlich dichter jetzt und größer. Da wird die Hake bestimmt doch gleich schwieriger. Na toll. Hat das schon mal beim ersten Mal so gut funktioniert, ne? What? Alter.
Ja, kann man, also kreativ ist es ja auf jeden Fall, ne? Kann man da nicht meckern. Ist aber auch schön eng hier, wa? Was muss ich machen, wenn es von unten kommt? Springen oder so? Wow, das war aber knapp. Alter. Komm, zack. Okay. Kann ich jetzt gar nicht schießen? Okay, Ratten nochmal. Ist das eng hier? Komm, zeig mir dein Auge. Alter, wie viele Hits man hier auch braucht. Was denn jetzt? Ach, da. Das war aber knapp. Oh, Gott sei Dank. Wieder eine Phase geschafft. Der ist knackig. Knackig. Das mit der Hake macht mir echt Sorgen. Oh, der hat schon keinen Bock mehr da hinten. Oh, das Grizzeln ist übrigens nicht bei euch. Das ist im Spiel. Ich sehe das auch. Der Stream ist nicht kaputt. Oh ja, er hat noch mal Bock. Er hat noch Bock auf eine dritte Runde, sage ich euch. Na ja, los, Diggi, komm. Das schaffen wir auch noch. Oh, da ist ja eine Frau, ne? Stimmt, das ist ja eine Frau mit Hake. Okay, okay. Oh, ist das Grizzeln nervig. Okay, das geht. So rum finde ich das wesentlich leichter mit der Hake. Ehrlich gesagt. Alter, aber das ist jetzt richtig dunkel hier alles. Zack. Das ist richtig durch das Grizzeln richtig schwer zu erkennen. Also wahrscheinlich bei euch noch mehr als bei mir. Wo ist der Atem? Da drüben? Oh, ich glaube, habe ich getroffen? Das sah gerade nicht so aus, ne? Blödkopf. Njam, 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 njam. Gut. Mal wieder ein Hit eingeschenkt. Da. Oh Mann. Nochmal Ratten. Hey. Oh, ist das eng? Ist das eng? Ach, komm schon. Komm. Jo, das muss es doch jetzt aber gewesen sein, oder? Oh, Gott sei Dank. Huiuiuiuiuiuiui. Errungenschaft freigeschaltet, Pesta. Aha. Oh, Sonnenschein. Oh, ist das schön. He had overcome the darkness. He had reached the mountain. Finally. Und die ganze Scheiße vergessen, die wir erlebt haben. Alter Schwede, ey. Was für ein Ritt. Vorausgesetzt, wir finden tatsächlich auch irgendwann mal unsere Schwester.
Nicht, dass jetzt hier noch irgendein abgefahrener Quatsch am Ende passiert. Oh, ja, ja. Mhm. Und schon sind wir wieder in Schwarz-Weiß. Die Ranken sind auch wieder am Start. Die Musik wird wieder bedrohlich. Ja, jetzt passieren bestimmt richtig gute Sachen. Ich freue mich schon. Positiv bleiben. Oh, scheiße. Oh, Mann. Oh, bitte sag, dass das rot gefärbtes Wasser ist. Komm schon, Ole. Weiter, weiter. Oh ja, jetzt sehen wir aber gut aus. Mhm. Dieser Berg kommt uns relativ vertraut vor. Hier waren wir schon zwei, dreimal. Bin gespannt, was uns diesmal oben erwartet. Und ob Lily Moore uns überhaupt noch wiedererkennt. Uff. Spüre einen Herzschlag. As he reached the summit, Ole felt regret. Reue? Stop his sister from being taken. Ah, Schuld. Na komm. Macht euch mal weg. Ja, aber wir sind nicht für diese Gräueltaten verantwortlich. Dafür sind wir verantwortlich. Now the mountain stood before him, and he wished he could ask their forgiveness. Wir haben gerade noch das Achievement Bramble bekommen.